Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Luchinist Plus. Ein wenig mal wieder schauen, was da so drin ist. Letzten Monat habe ich das tatsächlich nicht gemacht, aus zeitlichen Gründen. Und diesmal jetzt heute frisch aus der Packstation geholt. Und dann schauen wir mal, was da so drin ist. Gleich, ich habe es noch nicht aufgemacht, ich habe nur halt, wie immer, den Aufkleber, also hier, ne, damit ich einfach nur so aufmachen kann, habe ich dementsprechend einfach nur mal, schon mal ratsch gemacht. So, also dann schauen wir uns das Ganze gleich mal an, was da so alles drin ist. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also, noch nicht geöffnet, habe ich ja gesagt. Ne? Und dann werde ich mal öffnen. Und dementsprechend, ich werde natürlich nicht die Kamera reinhalten, sonst bringt das ja nichts. So. Dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Also, einmal ein bisschen Werbung für den Anfang. Shirt für Nerds, ne? Nein. So, was haben wir denn hier? Wir haben Double Dip. Orange und Kirsche Schleckpulver. Okay. Da ist wahrscheinlich irgendwie so ein Stab drin und da kann man schlecken. Keine Ahnung. Irgendwie, ja, irgendwie so. So. Das ist aber nicht das. Okay. So, dann kommen wir, das liegt schon fast drauf. Einmal zu einem T-Shirt, so wie es ausschaut. Mach das einmal auf. Gucken wir mal, was das ist. So, wie immer bei mir ist das XL-Format. Ich mag dieses, wenn das zu eng ist, nicht. Super Coffee, sehe ich das richtig? Ich gucke gerade selbst auf meinen eigenen Bildschirm. Word? Super Coffee Word. Schauen wir mal nachher mal in der Übersicht, was das ist. Ich habe eine Ahnung. Das sieht mir so wie Mario-Geschichten aus, weil das die Pflanze dafür ist. Super Mario oder so. Ist ja aktuell ja irgendwie wieder entkommen, besonders irgendwie dieser Racer, was ich auch auf meiner Nintendo Switch habe. Scheinbar irgendwie wieder im Boom. Keine Ahnung warum. Ich habe es noch nicht durchgelesen, warum. So, eine Green Laternen Tasse. Packe ich jetzt so nicht direkt mal aus, weil ich glaube, das sieht man schon so. Da. Lesen, Fokus. So, ich hab tatsächlich mal meinen Fokus jetzt mal angelassen. Fürs automatisches Fokussieren. Wie man sieht, habe ich jetzt einen Strahler oben an der Decke. Dementsprechend ist das relativ hell. Ich habe aber den Strahler so runtergedreht, dass mich das nicht blendet. Weil das ist echt nervig. So, da haben wir hier Elisabeth. Eine Figur aus Bioshock Infinity. Das ist, ich packe das mal jetzt nicht direkt aus. Ich glaube, das sieht man auch so ganz gut. Ich habe ja dementsprechend ja auch vor, dementsprechend durch Kanalpunkte auf Twitch kann man ja auch Giveaway starten.
Und ich habe dementsprechend, wo man dementsprechend ne, also Zufall, halt Gefühl, ey, da, dann aus spontan her dann gucke, was man darüber machen kann. Und da ich ja schon einiges habe an Sachen, die würde ich dann tatsächlich teilweise als Giveaway, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, entsprechend natürlich auch an die Twitch-Zuschauer dann, die halt Giveaway starten per Kanalpunkte und alle, die dann dabei sind zum Zeitpunkt, die dann entsprechend dann mit den anderen Punkten, die gesammelt werden können während des Zugucks. Ich glaube, ich habe die jetzt umbenannt in Sofa-Fäden oder weiß ich jetzt gar nicht, wie ich die umbenannt habe. Weil dieses Giveaway, das lange Wort, da wollte ich nicht mehr haben. Ich wollte da irgendwie oder Sofa-Staub habe ich das sogar genannt. Wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich habe jetzt tatsächlich länger nicht mehr gestreamt. Aber das werde ich demnächst wieder ein bisschen mehr machen. Das ist halt eine gesundheitliche Geschichte aktuell. Deshalb ist das so eine Sache. So, dann habe ich Harry Potter Schlüsselanhänger. Das ist die Eule von Harry Potter. Brauche ich gar nicht lange zu überlegen sogar. Sieht man jetzt, oh, das Licht ist echt ein bisschen blöd, okay. Weiß auf weiß. auf die Helligkeit. Ein Schlüsselanhänger, das ist zwar natürlich auch nicht schlecht. Und was haben wir denn noch? Das scheint das Letzte zu sein. Eine Postkarte ist ja immer dabei. Finden Sie alle frohe Ostern. Ja, das sieht mir fast wie Pokémon-Eier aus. Ja, das war das. So, dann gibt es hier, interessant, ein Roman aus Marvel-Universum Spider-Man, Ewige Jugend von Stefan Petruscha. Einen dicken Walzer. Da sind gar keine Bilder drin. Ist ja blöd. So, und dann gucken wir mal, was. Das war es nämlich auch tatsächlich schon. Gucken wir mal im Heftchen wieder, was das so alles bedeutet. Also Rätsel, Rätsel, Rätsel. Poster. So, das T-Shirt, das Super Coffee-Wirt-T-Shirt. Ja, genau, das ist tatsächlich Mario. Also das, was ich im Endeffekt auch schon vermutet habe. Das andere war ja auch eindeutig zuzuordnen mit grünen Laternen. Klar, Kaffeetasse. Bioshock und Harry Potter, das war alles richtig zuordbar. Okay, das passt jetzt nicht zum, was dabei ist. Das Buch gehört zur Plus-Version. Also. Das Büchlein hier, das dicke Büchlein, der Roman oder was auch immer das ist, hat keine Bilder. ist tatsächlich aber eigentlich, sollte das ganz was anderes sein. Entweder haben die nicht viel davon gehabt. Ich meine, das wird eigentlich vorgedruckt. Aber eigentlich sollte das so aussehen.
Okay, da haben sie wahrscheinlich ein anderes Büchlein genommen, weil die wahrscheinlich nicht so viel hatten, vielleicht von dem eigentlichen. Man muss bedenken, die Hefte werden sicherlich vorgedruckt, teilweise. Und wenn dann, bevor das bestellt wird, vielleicht, also es wird zwar bestellt, aber die Menge dann scheinbar hat das nicht gereicht. Ich vermute mal, der Ansturm auf diese Lucci-Geschichte ist relativ hoch, weil das halt wirklich auch sehr hochwertig teilweise dann auch ist. Genau. Das war es auch schon tatsächlich, was drin war. Wie schon gesagt, dementsprechend. Also vieles habe ich hinten in meinem Schrank und auch ungenutzt dementsprechend. Das, was ich eher nutze, T-Shirts, die sind cool teilweise. Vielleicht die T-Shirts, die ich noch nicht anhatte oder angezogen habe bis jetzt, kann ich ja auch dann dementsprechend bei diesen Kanalpunkten dann, ein Giveaway, wenn da gestartet wird, durch die Zuschauer, durch die Kanalpunkte, vielleicht auch dementsprechend vielleicht verlosen. Je nachdem. Schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich genug Material da, weil ich werde nicht alles. Es ist da teilweise sehr viel platzintensiv, das Ganze, und mein Platz ist ein wenig beschränkt. Ich habe gesagt, mein Platz ist beschränkt, ne? Und ja, muss ich mal schauen. Genau. Also, es lohnt sich dementsprechend auch auf Twitch zu gucken, Kanalpunkte zu sammeln. Die Kanalpunkte heißen da Sofa Points, und die Punkte, die man dann einsetzt für die Giveaway dann zusätzlich, die dann halt mit teilnehmen wollen, das sind dann Sofa Staub, glaube ich, habe ich sie genannt, wenn ich mich recht erinnere. Ich wollte das ein kürzeres Wort haben. Ich habe es vorher Sofa Giveaway oder sowas bezeichnet, aber das ist Quatsch, weil es ja nicht nur rein für diese Geschichte ist, es soll ja auch für andere Geschichten sein, die da gegebenenfalls auch nochmal kommen. Noch, ne? Also dementsprechend kann man die dort dann auch einlösen damit. So, das war's auch schon. Schreibt in den Comments mal rein, wie es euch gefallen hat, und also der Inhalt, nicht das Video. Da kenne ich schon das Ergebnis. Ja. Genau. Ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr zu sagen und nicht länger herausziehen. Also, ich danke auf jeden Fall fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Entweder für ein Gaming-Video wieder, mal schauen. Oder das nächste Mal wäre dann dementsprechend vielleicht wieder die Lootsheet. Das ist immer teilweise sehr spontan. Ne, das kommt wirklich auf meinen Zustand an. Also, dann bedanke ich mich fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Also, tschüss.